Nein, auf keinen Fall. Ich habe auf keinen Fall. War ich da unten schon? Hier ist was. Speichern. Kein großes Gebiet. Zumindest nicht auf der Seite. Wahrscheinlich kann ich hier fischen. Oh. Oh, da ist Ärger. Hier ist etwas gut versteckt. Ich hoffe, ich denke danach daran, wenn ich dran da vorbeikomme. Dann will ich mich vorsichtig nähern. Sagte er und rannte los. Also, was ist hier los? Hallo? Eine Gruppe von verdächtigen Männern. Ah, der Rhein hat sich jetzt umgedreht. Die Stille ist allgegenwärtig, voller Spannung, bis eine heisere, dumpfe Stimme eines der düsteren Männer sie durchspricht. Sieh mal einer an. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen geklebt haben. Lauf, Mädchen. Dann bemerkst du einen Mann, der vor dem Pier steht, mit einem riesigen Betonklotz um den Hals. Du wirst offensichtlich gerade unfreiwilliger Zeuge davon, wie er gelyncht werden soll. Er klingt reuevoll, also als ob er daran keinen Spaß haben würde, was schon sehr ungewöhnlich ist für diese Spielwelt. Also sollte ich nicht voreilige Schlüsse ziehen, sondern fragen, was hier los ist. Danach kann ich immer noch entscheiden. Vorhin war ich Mädchen, jetzt bin ich ein Kumpel. Die können sich nicht entscheiden. Hab nichts gesehen, was redest du? Ich bin einer von euch. Das sind beide schlechte Optionen. Na, dann hilft doch alles nichts. Die Männer angreifen. So, da ist ein Stern. Ich glaube, die sind zu schwer. Hat er eine Fernkampfwaffe? Ich sehe das. Ich glaube nicht, aber was die Sterne angeht, das könnte ein schlechtes Zeichen sein. Gezielt. Kritischer Treffer. Kritischer Fehlschlag. Oh, er hat doch eine Waffe. Sie haben alle eine Waffe. Ich bin tot. Wo ist meine Blutlache? So, und es war alles nur ein Traum. Spielladen? So. Frage ist jetzt. Spielst du natürlich? Nein. Soll ich später wiederkommen? Wenn ich stark genug bin. Oder soll ich sagen, ich laufe weg? Ich probiere jetzt mal die Weglaufoption. Um zu schauen, wie sie reagieren. Du wirst verschwinden, keine Chance, dafür ist es zu spät. Du hattest bereits deine Chance, unsere Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Und du hast sie verspielt. Hä? Um Hilfe rufen da offensichtlich nicht. Warum sich also die unnötige Mühe? Fehlschlag. K.
Kämpfen oder davonlaufen ist unvermeidbar. Kämpfen ist unvermeidbar? Wieso ist Kämpfen unvermeidbar? Naja, Neuladen ist nicht unvermeidbar. Ich komme wieder. Wenn ich stark genug bin. Ich hoffe, der Mann mit dem... Bleibt das so? Ich probiere das mal kurz aus. Ob die immer noch da sind. Wahrscheinlich ja. Sind sie nicht. Das war ein einmaliges Ereignis. Verdammt. Und ich hab's ausgelöst. Was mache ich jetzt damit? Ich hätte speichern sollen, bevor ich reingekommen bin. Was mache ich jetzt? Wieso habe ich auch nicht davor gespeichert? Ich habe davor nicht gespeichert, oder? Doch, das hier ist es. Das hier ist es. Richtig. Gut, gut. Diesmal ausnahmsweise mal gut gespeichert. Das heißt, ich lasse sie dort eine Weile zappeln, bis ich stark genug bin. Dann läuft mir das Event nicht weg. Sonst hätte ich es verloren. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufallsevent ist. Wahrscheinlich ist es ein festes. Drei Wanderer. Näher untersuchen. So, sie kochen. Und in der Nähe ist im Moment noch nichts. Ein alter Schulbus, den kenne ich. Also es muss kein Schulbus sein, es kann auch ein ganz normaler Linienbus sein. Natürlich. Ich will da nichts vorwegnehmen. Speichern. Spielstand 3? Ja, warum nicht? Du siehst einen müden Mann von etwa 30 Jahren. Sieht er ein bisschen älter aus. In seinen starken, schwierigen Händen hält er ein starkes Gewehr. Der Lauf ist auf niemanden gerichtet, wandert jedoch hin und her. Bin ich da in etwas hineingeraten? Mal wieder? Stell dich ein, anschließ. Solltest du mich hier nicht so erschrecken, Kleine. Ich könnte dich auf der Stelle erschießen. Schieß los. Schlechte Wortwahl. Du wirst jetzt sicher wissen wollen, wer... Ach so, das ist ein Leibwächter. Ah, okay. Der Typ da drüben, der wie ein Disco-Dancer aussieht. Aber ich werde nicht lange sein Wächter sein. In naher Zukunft werde ich wahrscheinlich ein Auftragskiller werden, denn die Scheiße, die ich heute geraten bin, hat mich ziemlich sauer gemacht. Das ist doch die richtige Zeit, um nach Gerüchten zu fragen. Und das Witzige ist, obwohl die Lage so angespannt ist, nimmt er sich die Zeit, mal eben von verschiedenen Gerüchten zu erzählen, die er gehört hat. Ivan, der Schreckliche, in seinem Sumpf. Er hat doch gesagt Sumpf, ja. Der seinen Guide und seinen Boss erschossen hat, weil er sie für gefährliche Mutanten hielt. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass es der einzige Weg ist. Ach, er erzählt von sich. Lange Leitung. Wir stehen hier, weil ich das so entschieden habe. Ich gehe hier nicht weg, bis ich weiß, was los ist.
Wir wollten nach Krasnoznameni fahren. Ich, die beiden Typen da und der Fahrer, der schon abgehauen ist, nehme ich an. Der erste Tag war in Ordnung. Ashot hat uns den Weg gewiesen. Er ist unser Guide. Boris ist wie immer ordentlich gefahren. Er hat sein Was schließlich gut im Griff. Wir haben die Nacht in der Hütte der alten Nadja verbracht. The Secret of Blue Waters. Ein tolles altes Weib. Auch wenn sie etwas verrückt nach Katzen ist. Die verrückte Katzenlady von The Simpsons. Sie erzählte uns eine Geschichte von einer neuen Art Mutant, die den östlichen Sumpf heimsucht. Man nennt sie scheinbar Lederwurm, eine höllische Bestie, die aussieht wie eine dünne Schlange oder ein großer Wurm. Eine dünne Schlange oder ein großer Wurm. Schon wieder Gedankenkontrolle und Gehirn und so weiter. Das ist eine sehr seltsame Welt. Der beste Hinweis ist, dass die besessene Person beginnt, Namen zu verwechseln und sich nicht mehr an unwichtige Ereignisse aus der Vergangenheit erinnern kann. Zu einem Kannibalen. Okay. Ich bin nicht besessen, scheinbar. Zumindest nicht, wenn es danach geht. So nennt man es in der Wissenschaft. Muss man echt den Spielern einen Kannibalen erklären, was das bedeutet? Scheinbar ja. Das hat uns alles die gute alte Nadja erzählt. Am nächsten Tag haben wir sie dann gegessen. Es hat zwar ausgesehen, als ob der Kies etwas... Mann, ich kann so albern sein. Schlimm. Aber es war trotzdem verdammt rutschig. Also haben wir beschlossen, von der Straße abzufahren. Und sind genau in diesen Sumpf gelandet, von dem die alte Nadja gesprochen hat. Und das war noch nicht mal das Schlimmste. Beim Versuch, da rauszukommen, wurden wir voneinander getrennt. Boris ist eingesunken. Und ich bin gestolpert. Ashot ist einfach irgendwo hingelaufen. Und Wesemir hat 10 Minuten lang weiß Gott was gemacht und keiner konnte ihn sehen, aber es gab seltsame Geräusche, die wir gehört haben, in der Zwischenzeit. Und genau deshalb traue ich den beiden Kerlen nicht mehr. Wer weiß, vielleicht ist ja einer von ihnen von einem Lederwurm besessen. Na, halte ich für unwahrscheinlich. Einfach nicht auf Menschen schießen. Ich bin noch nicht fertig hier. Ich werde der Sache nachgehen. Indem ich speichere. Er sieht so aus, als hätte er Nasenbluten. Etwa um die 20. Er umarmt sich selbst und sein Blick wandert nervös von seinen Begleitern auf dich und wieder zurück. Macht nur kein großes Aufsehen. Vom Outfit her könnte das der Boss sein. Des Bodyguards. Ashot Kasparov. Ich bin der Guide. Okay. Ich bin nicht gut im Raten. Ich kenne die Gegend hier gut, also habe ich zugestimmt, sie nach Dings da zu bringen. Am Anfang waren es eigentlich 3 Typen, aber den einen haben wir... Egal. Ich wollte sagen gegessen, aber den Witz habe ich schon gebracht. Das ist überhaupt... Die gleichen Kerle sind, die mich kennen. Was? Er bezweifelt es? Okay... Das ist interessant.
Den gehe ich sicher nicht mehr. Sie haben mich angehört, damit ich Ihnen den Weg nach Krasnaustnameni zeige. Am Anfang lief eines Skuterfahrers Gefahr und ich habe navigiert die Nacht. Aha. Hier ist es ein anderer Name. Und sie hat einen lustigen Hund namens Tobi. Ich muss darauf achten, wie die Geschichten verlaufen. Der Dreien. Nicht mehr unter Kontrolle krachte gegen den Baum und wir landeten im Sumpf. Bis dahin passt alles. Weiter. Im Sumpf der Hautwürmer. Vielleicht haben sie alle die Würmer. Anfängt dir dein Fleisch von den Knochen zu nagen. Also bin ich hier in den Sumpf geflohen. Also genau da, wo so ein Wurm dich hinlocken würde. Sie haben sich verlaufen oder so. Wir sammelten uns wieder. Aber wollten... Woher soll ich wissen, dass der Hautwurm sie nicht erwischt hat? Wie kann ich jetzt noch... Lustige Geschichte. Lässt sich nämlich so gut wie gar nicht von einem besessenen Menschen unterscheiden. Er ist nur eine Kopie. Hin und wieder bringen sie ein paar Erinnerungen durcheinander oder vergessen Namen und andere kleine Details. Also wenn der dritte Namen erwähnt, die einer von den beiden gesagt hat, kann ich das etwas eingrenzen. Aber wenn er eine andere Version als die beiden hat, fische ich im Trüben. Schöne Granate. Ich kann versuchen, miteinander zu reden und Hinweisen nachzugehen. Wieso sehen Sie alle... Ach so, stimmt, Sie hatten einen Autounfall. Deshalb sehen Sie ein bisschen mitgenommen aus. Entschuldigung. Ein sauber getrimmter Schnurrbart. Erinnert mich ein bisschen an den Typ aus Magnum. Wie hieß er noch einmal? Zumindest mit der Brille und ein wenig am Schnurrbart. Aber ich habe so viel Fantasie. Und einer halbwegs gut verdeckten kahlen Stelle. Er trägt einen braunen Anzug, ein rotes Hemd und Lacklederschuhe. Seine überraschend elegante Kleidung wird durch eine Brille mit Goldrahmen und eine Metallkette. Wieso leben hier alle in Saus und Braus? Ziemlich verärgert. Ich habe im Moment nicht die Geduld, dank dieser beiden Schwachköpfe. Also, ich finde nicht, dass er jetzt so unhöflich war, dass man so patzig antworten muss. Dumme Sprüche für deine Frau. Bin nicht von hier, nein. Kann man auch anders keuchen? Weiter. Weiter. Verdammt sei mein Leben. Schaut überrascht, schüttelt dann aber den Kopf, als ob er sich daran erinnert, dass ihn hier niemand kennt. Ah, okay. Genosse Markelov. Markelov und Sohn Gesellschaft. Genossenschaft. OHG. Wie? Du hast noch nie von mir gehört. Unfucking fassbar. Unfucking believable, wahrscheinlich.
In was für einem Loch bin ich denn hier gelandet? So. Was? Erstmal die Gerichte. Kichert vor sich hin. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Es ernst gemeint? Okay, von denen habe ich schon gehört. Es wird bald keine Kleidung mehr geben. Oder zumindest nicht mehr so viel. Das liegt wohl daran, dass ich nicht von hier bin. Lokale Gerichte sind das Letzte, woran ich denke. Okay, jetzt die große Preisfrage. Was ist passiert? Ich sitze hier mit diesen beiden Halbaffen fest. Mit diesen Primaten kann man auch sagen, glaube ich. Das ist hier passiert. Ich wurde nach Krasnosnameni eingeladen, um Gespräche mit der Handelskammer zu führen. Und da ich versuche, mein Unternehmen auf jede mögliche Weise zu vergrößern, ja, das ist kein Verbrechen, nahm ich das Angebot ohne weiteres an. Ich schlüpfte in meine besten Outfit. In meine bestes Outfit. Okay. Packte Muster meine Waren ein. Stellte einen Guide ein und brachte meinen besten Leibwächter mit. Sollte ich das vielleicht auf Englisch versuchen? Könnten auch Übersetzungsfehler sein. Entweder mal. Und Boris habe ich ans Steuer gesetzt, aber dann landeten wir mitten in dieser gottverdammten Ecke des Ödlands. Also noch hat er nichts über eine Frau gesagt. Und dann? Eher eine Buckelpiste, trotzdem nichts, was unser LKW vor Probleme gestellt hätte. Zumindest anfangs war echt eine lustige Fahrt, kein ansässiger Pöbel. Bäumen vor. Haben wir uns im Haus eine Art Dame. Valia. Schon wieder ein anderer Name. Hat sie uns nicht nur, sondern uns auch noch eine Geschichte erzählt. Und sie zu guter Letzt noch verschlingt. Die mit der alten Vanya. Wie auch immer, die Leute sagen, dass es im Sumpf hier in der Gegend ein mutiertes Getier gibt. Und kriecht in den Mund. Verdammt, das hilft mir nicht weiter. Und weißt du, wieso er diese Körper der Menschen übernimmt, um echte Menschen in eine Falle zu locken? Sie, ja. So sagt man. Du klingst aber so, als würdest du es glauben. Ich weiß, einer von beiden glaubt es auf jeden Fall, der andere möglicherweise. Und er überhaupt nicht. Scheinbar. Wären wir schon mittags in... Es war, als würde man durch ein riesiges Wattebausch fahren. Der Baum. Moment mal. Wenn ich den Wagen finde. Ich
sollte Ausschau halten nach dem Park. Die Probe, das Auto und Fiara den alle in diesem stinkenden Drecksloch. Durch das Dach entkommen, aber Boris hat sich seinen Kopf an der Windschutzscheibe eingeschlagen. Im Sumpf versunken. Schade, so viel zu meiner Wagentheorie. Es ist wohl unter Wasser. Und ich habe keine Tauchausrüstung dabei. Er hatte wohl einen Krampf im Bein. Aber nicht, wenn's. Aha. Der geht nirgendwo mehr hin, weil er Angst hat, dass wir ihn auffressen würden. Und mein Leibwächter will uns einfach so schnell wie möglich verlassen, sobald sein Bein wieder in Ordnung ist. Er hat mir über die Jahre hinweg treue Dienste geleistet. Er klingt nicht danach, als wäre er besessen. Wir sitzen rum und warten darauf, dass sich diese Katastrophe irgendwie von selbst regelt. Ich weiß nicht, wohin die 4 mich bringen wird. Das ist immer das Problem bei den Spielen. Es macht mich neugierig, aber wenn ich dann nicht mehr zurück kann, würde ich es bereuen, wie damals mit dem Mutanten. Deshalb gehe ich nach meinem Gefühl. Ich glaube, dass mit den anderen beiden etwas nicht stimmt. 109 Erfahrungspunkte. Ich danke dir, aber jetzt was mache ich besser. Du musst nicht mit ansehen, was als nächstes passiert. Dann gehe ich wohl besser. Scheinbar kann man niemandem mehr trauen. Will er sie jetzt essen? Tari, Tari, Tari. Wo habe ich gespeichert? 557, das war der letzte Speicherstand. Das heißt, der hier ist der vorletzte. Ich bin ein bisschen neugierig. So, ich nehme an, ich habe mit dem hier schon geredet. Ich weiß es nicht, ob ich mit ihm schon geredet habe. Klick, klick. Ach, verflixt, ich habe so schnell geklickt. Wieso klicke ich so schnell? So.
Das wäre also die andere Option. Langsam seinen Kopf. Also, er sagt, gut gemacht, du hast aufgepasst, das ist die richtige Antwort. Lauf doch, wenn du solche Angst hast. Lauf, solange du noch kannst. Andererseits kann ich auch vermuten, dass er es ist und die anderen zwar normal sind. Ich muss auf die Einstellungen achten. Auf die. Komm schon. Bin neu hier. Ein paar Fragen stellen. Wer bist du? Ach, kenne ich schon. Oder auch nicht, keine Ahnung. Genosse, jetzt kenne ich ihn. So. Gerüchte. Was ist passiert? Vorsichtig. Und dann? Also, ich kann... nicht sagen, du bist es. Am naheliegendsten ist tatsächlich, dass es alle drei sind. Ich weiß nicht. Beides ist realistisch. Aber irgendwie hat seine Reaktion auf diesen Punkt hier mich stutzig gemacht. Ich weiß nur, ich habe das Gefühl, dass die beiden hinüber sind. Ich kann hier nur der Zuschauer sein. Hatte ich das hier ausprobiert? Jetzt mach dich besser auf dem Weg. Macht dich, vielleicht sehen wir ihn später nochmal. Sie dreht sich um. In die Richtung der Leute, mit denen sie redet. Oh Gott. Was ist hier das Richtige? Gibt es überhaupt eine richtige Antwort? Ich werde das offscreen mal sacken lassen und überlegen, wie ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, welche Option ich nehmen möchte.